Servus und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play of Ox and Man. Ich bin Marv und wir sind immer noch in der Arena mit Styx und Arkeil. Oh, hi. Oh, das sind Gladiator-Orks mit Faustwaffen. Au. Was? Oh, hier. Hier werde ich halt mal. Der steht da und guckt sich seine Kollegen an. Als ob das irgendwie eine Option jetzt wäre hier. Kommt da ja sowieso gleich raus. Machen wir mal wieder hier die neue Fähigkeit. Die habe ich in der letzten Folge am Ende ausprobiert. Den Klingenregen. 8 Meter. Macht gut Schaden. Richtig schön Flächenschaden. So, zack, erledigt. Genau, Goblins. Goblinse, kommen Sie, Goblinse. Da kommen Sie. Okay. Machen noch den. Und machen den. Und der Kollege stürmt voll rein. Schön. Gleich nochmal hier so ein Rundumschlag auf den Kollegen. Also dieser Dolchfächer oder was das ist, wie heißt der? Klingenregen. Der haut richtig gut rein. Kostet zwar eine ganze Menge an Energie, aber ist super. Ja, die beiden Regeln hier. Was sieht der denn aus? Bringt die Berserker. Boah, mit festgeschnallten Masken. Auf nichts anderes trainiert, außer auf den Tod. Tja, Styx, welchen willst du haben? Achso, das erklärt's. Konzentrieren wir uns beide mal auf den ersten, genau. Richtig dick hier raufhauen. So, der erste Schaden ist schon drin. Rüstungsschwächen vergiften. So, und jetzt muss ich mal weg. Machen wir mal jetzt hier wieder den Special Klingenregen. Der Berserker, der haut richtig rein. Die hauen richtig rein, die Berserker-Typen. Der Styx sollte sich nicht direkt in den... Er stellt sich voll in die Gruppe rein. Aber ist irgendwie nicht erwischt worden. Okay. Okay, der ist eh jetzt gleich tot. Dann nehmen wir uns den Kollegen. Hier können wir den betäuben. Treten wir ihm einfach mal gegen das Schienbein. Oh, der hat gesessen. Oh, jetzt muss ich aber weg. So, Kumpel, du kriegst den ab. Und danach die Dolche. Boah, macht dir einen Schaden. Nein, 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 nein. Puh. Ah, Keil, wenn du fertig bist mit Tanzen, wäre das voll cool. Würdest du mir jetzt irgendwie hier so ein bisschen Gesellschaft leisten? Hit and run. Ah, Keil ist jetzt gerade K.O. Aber kein Problem. Der Typ ist eh auf mich gerade aggro. Den kann ich jetzt ein bisschen kiten. Sehr gut. So. Jetzt gemeinsam. Und Arkeil. Richtig schön mächtigen Hieb. Gleich zweimal. Zack. Und nochmal. Und nochmal. Hau ihn eine rein. Und. Yes. Ja. Die Arena schaffen wir noch. Ach, du kommst runter. Goldener Schlüsseltyp. Freunde, die Reihe hat einen neuen Sieger. Lange her, dass jemand das geschafft hat, Blutkiefer. Gratulation! Du bist wahrhaft ein außergewöhnlicher Krieger. Und dein Goblin ist überraschend, wirklich. Ein wertvoller Verbündeter, denke ich. Sieh, wie dich jeder anhimmelt, Bruder. Hör, wie sie dir zujubeln. Du warst königlich. Beleidige mich nicht, Verräter. Wir sind keine Brüder. Du lebst gefährlich. Sabber doch rum, Blutkäfer. Ist mir egal. Genieß deinen Moment des Triumphs.
Dein Instinkt, deine Stärke, dein falscher Stolz, das sind alles Relikte vergangener Zeiten. Du glaubst, du hilfst uns mit deinem Kampf gegen das Imperium, ha? Aber eigentlich hältst du uns nur auf. Du magst es hier? Wir könnten alle im Turm leben wie echte Bürger. Aber das übersteigt natürlich deinen Horizont. Ich höre euch, meine Freunde. Dieser noble Krieger verdient Nachsicht. Gebt dem Eroberer Zeit zu rasten und stoßt auf den fantastischen Kampf an, den er präsentiert hat. Sei froh, dass ihnen die Vorstellung gefallen hat. Du hast ihren Respekt, aber das letzte Wort habe ich. Ich sah solche wie dich. Willst beweisen, dass du ein unbezwingbarer Ork bist und verbreitest Chaos in meinem Gebiet. Die Masse wird dich nicht immer beschützen. Als ob ich... Los in die Waschquartiere mit ihnen! Das sollte sie zur Ruhe bringen. Oh. Als ob die Masse mich aufhalten könnte. Diese korrupten Orks. Waschtag schon wieder, hm? Warum hauen wir den nicht einfach K.O. und nehmen ihm seine Waffe ab? Tja. Ich denke, wir sind weit genug. Hier wird euch niemand sehen oder hören. Hab ich bemerkt. Und was versprichst du dir davon? Uns erledigen, wenn keiner zuschaut? Keine Angst, selbst in die Falle zu laufen? Es ist keine Falle. Ich bin Adek, Sohn von Ehok und Asha vom Schaum des Nordens. Der Widerstand erwartet euch. Kommt, ich bringe euch in Sicherheit. Deine Ausrüstung ist hier, Blutkiefer. Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, langsam! Woher wissen wir, dass du wirklich vom Widerstand bist? Er hat sich auf unsere Art vorgestellt. Er würde nicht Stamm und Familie erwähnen, um sie für Lügen und Betrug zu benutzen. Oh, verstehe. Wie dumm von mir. Unmöglich, dass er sich das einfach ausgedacht hat. Übrigens, ich bin Styx, Sohn vom Großinquisitor und der Dame Gertrude vom flammenden Stock im Hintern. Nun kennen wir uns und ich hoffe, dass du mich nie wieder anzweifelst und alles schluckst, was ich dir vor die Füße spucke. Ich erwarte nicht, dass ein Goblin den Ehrenkodex der Orks versteht. Oder einen Ehrenkodex im Allgemeinen. Und hüte deine Zunge, Rakash, wenn du nicht im Namen deines Clans Ehre erweisen willst. Und was passiert dann? Barimen will dich persönlich treffen. Bald weißt du mehr als ich. Dein Sieg ist für alle ein Zeichen. Bald wird sich alles zum Guten wenden. Na dann. Sollte ich ihn kennen? Nicht offiziell. Er ist ein einflussreicher Mensch. Seine Beziehungen mit den Orks und dem Widerstand dürften in keinem Fall ans Licht kommen. Wir verdanken ihm alles hier. Wir sind hinter dir, Adek. Dann geh mal vor, Kollege. Wird Zeit, dass ich mir wieder ein Hemd anziehe. Wir sind da. Hier seid ihr in Sicherheit. Netter Ort. Ja, so geräumig. Und Barimen? Was will er von mir? Ich kann hier nicht ewig bleiben. Ich suche nach einer Magierin namens Arkens. Deine Mission ist wichtig, ich weiß, Arkai. Aber glaube mir, dass du Barimen brauchst. Ich sage ihm, dass ihr angekommen seid. Er wird ein paar Stunden brauchen. Also macht es euch gemütlich. Hm. Nicht mal die Klamotten hat er wieder gefunden. Du machst dieses typische Gesicht arg. Ich meine, schlimmer als sonst. Ach,
gekommen. Ich hatte keine andere Wahl. Und du wärst nie auf die Idee gekommen, dich selbst gefangen nehmen zu lassen. Ich musste dich irgendwie rüberbringen, Kumpel. Ich sage mir immer, dass niemand dich mehr anwidert. Und dann belehrt er mich eines Besseren. Gut, ich treib's nicht auf die Spitze. Ich lass dich allein, wenn du mich nicht ertragen kannst. Verdammt, sie soll mich bezahlen und ich kann hier raus. Ich meinte nicht dich, Rakash. Du hast heute wie ein Ork gekämpft. Ich meinte meinen Vater, Marlok. Er ist hier, im Morast. Und wegen ihm bin ich in der Reihe gelandet. Das ist sein Vater? Oh, das ist Papa? Daddy? Nein! Was ist mit dem alten Mann los? Wie ist es dazu gekommen? Er hat die Rotatem verraten und verkaufte seinen Stamm an das Imperium. Wirklich? Verkauft? Den ganzen Stamm? Wir waren umstellt, belagert. Und als wir mit Stolz sterben wollten, sagte er, wir sollen unsere Waffen niederlegen. Er war der Stammesführer. Wir hatten keine Wahl. Mussten tun, was er sagt. Du meinst, er hat ein Massaker verhindert? Das war die beste Lösung, denkst du nicht auch? Du kapierst es nicht. Ein Ork steht aufrecht. Die Soldaten haben uns bezwungen, gedemütigt und unsere Waffen zerbrochen. Okay, okay. Und nun küsst dein Vater den Hintern vom Archivar, wenn ich recht habe. Ich sehe das Problem. Ich will seinen Tod. Will in seine Augen sehen, wenn er stirbt. Langsam. Ist ziemlich übel. Aber wir sitzen hier bereits in tiefem Dreck. Du musst dich auf die Mission konzentrieren, wenn du sie erfolgreich beenden willst. Richtig? Keine Sorge, Rakash. Du brauchst den Imperator nicht umlegen. Bald kannst du hier weg und dein Geld in einer Taverne ausgeben. Ja, ich hoffe doch. Wir sollten deinen Freund Adek aufsuchen, um mehr zu erfahren. Mir wird langsam langweilig. Tja, jetzt habe ich gerade die ganze Ausrüstung bekommen und sie natürlich nicht angelegt. Was haben wir denn da? Die sieht doch nett aus. So. Den Prügel nehmen wir. Die Handschuhe. Eine Hose. Das Ding. Und der Kollege ist eh noch ausgerüstet. Das würde ich gerne mal gucken. Ach, der hat jetzt auch die Fähigkeitspunkte bekommen. Super. Das würde ich gerne mal gucken. Was mache ich denn hier? Ja, vielleicht langsam mal ein bisschen mehr auf Lebenspunkte gehen bei ihm. Fähigkeiten. Der ist echt super. Jeder getroffene Feind wird mit einer 35%igen Chance anfangen zu bluten. Jeder getroffene Feind wird mit einer 35% Chance verwundbar. Verwundbar? Soll er lieber bluten anfangen, da weiß ich, dass er Schaden nimmt. Der wird eh verwundbar hier. So, kann man mit den Leuten reden? Achso, das ist der Adek. Ich hätte gern mal einen Händler oder so. Ja, aber sonst kann ich ja mit keinem was machen. Ich würde gerne meine Waffe irgendwie aufbessern. Ich habe die Nachricht überbracht. Barryman ist auf dem Weg. Er kommt so schnell wie möglich. Arkay, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber deine Popularität tut uns nicht gut. Wovon sprichst du? Ein Aufstand. Die Arbeiter verlangen, dich zu sehen. Dein Sieg hat sie zusammengeschweißt und sie beginnen, die Orkwächter zu provozieren. Es gibt bereits Tote und es wird schlimmer. Tja, so kann's gehen. Und dass ich die Dinge beruhige. Ich bin nicht wirklich die richtige Person dafür. Bitte zeig dich einfach, Arkay. Die Jungs haben nichts mehr zu verlieren. Sie werden bis zum Tode kämpfen, deinen Namen rufend. Eigentlich wollte ich ja... Ja, machen wir natürlich. Wir helfen den Ork-Brüdern. Wenn du glaubst, dass wir es vertuschen können, okay. Es ist nicht die Zeit, Dreck aufzuwühlen. Ich bin sicher. Folgt mir.
Ich halte es hier nicht aus. Ich koche. Hör auf zu jammern und geh. Wir sind bald da. So, finde die Arbeiter. Sind wir mal wieder unten im Höhlensystem gelandet. Eigentlich wollten wir hier rausgehen. Warte, was ist das? Ich dachte, deine Brüder haben rebelliert. Nur eine Handvoll. Versteckt in einer Gasse. Für die anderen offensichtlich kein Entkommen. Und was machen wir mit der imperialen Wache? Kein Quartier. Kann er da hoch? Nee, kann er nicht. Kein Quartier für imperiale Wachen? Müssen mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie den Aufstand beruhigen. Schau mal da. Kann ich die ausschalten, die Orks? Ja. Ja, den habe ich erledigt. Jetzt kommen die ganzen anderen Kollegen. Oh, das sind aber richtig, richtig starke jetzt hier. Magst du nicht mal vorgehen? Hier, machen wir gleich auf den hier. Und der kleine Stixi macht einen auf den hier. Ah ja, schau, jetzt hat er das Bluten angefangen. Hat sich das doch gleich gelohnt, das auszubilden. Dann vergifte ich ihn nochmal und mach noch einen Dolchfächer. Dann lebt er nicht mehr lang. Oh, guck mal hier. Arkeil, da kommt noch ein Orkwächter. Den könntest du mir vielleicht mal abnehmen. So. Und Stixi macht hier nochmal einen auf fliegende Dolche. Was, wie der das alles blockt? Warum blockt er das alles? So. Und das kriegt ihr doch hin. Komm schon. So. Das ist alles ein bisschen eng hier hinten für die Orks. Also die haben nicht so wahnsinnig viel Spaß hier hinten gerade. So, und du machst jetzt hier noch ein bisschen Fernkampf mit dem Kollegen. Müssen mal gucken, dass ich irgendwie noch einen schönen Angriff finde, der die auch richtig schönen Fernkampfschaden macht. Also der Dolchfächer ist super. So, zack. Den hat er gar nicht getroffen. Okay, dann müssen wir jetzt hier so ein bisschen Gift, fliegende Dolche und Schadensbonus und hau ihn um. Yes. So, aber wie es in der Höhle weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play of Orcs and Men mit Marv. Bis dahin, Servus.